Ja, willkommen bei Aussie Shisha. Heute möchte ich euch von Freestyle den Elektro vorstellen, der neu auf dem Markt ist. Der ist seit gut einem Monat auf dem Markt. Das Ganze wird in 150 Gramm geliefert für 13,90 €. Elektro, ja, was soll denn das heißen? Es heißt Doppelapfel, also es soll so eine Mischung aus Nackler-Doppelapfel und Alfaga-Doppelapfel sein. Da wollten sie so eine Mischung machen. Kommen wir zum Schnitt. Der Schnitt ist ein sehr feiner Schnitt, wie gewohnt von Freestyle. Also wirklich ganz, ganz, ganz fein gemacht und deswegen auch sehr hitzeempfindlich. Und vom Schnitt tue ich euch mal hier was einblenden. Ja, kommen wir mal zum Geruch. Ja, das Ganze riecht nach einem Doppelapfel, ganz normal. Aber ich finde, da ist so eine leichte Blaubeernote mit drin, so eine spritzige Blaubeernote. Riecht sehr lecker. Und die Blaubeernote riecht echt geil. Also nicht wie gewohnt der Doppelapfel, sondern ja, so eine Mischung aus allem irgendwie. Ja, zum Rauch. Raucht Bombe, das Ding. Zum Geschmack. Ganz klar Doppelapfel. Schmeckt das sofort. Kommt nicht ganz an der Alfaga ran. Aber schmeckt sehr intensiv und man hat so was leicht Süßliches im Mund. Also bleibt auf jeden Fall was hängen. Schmeckt sehr lecker. Und die Blaubeernote, finde ich, schmeckt man auch ein bisschen raus. Also bleibt so ein bisschen was im Gaumen hängen von der Blaubeernote. Also ich würde den am meisten empfehlen von Freestyle, weil der echt sehr lecker schmeckt. Ich bin zwar überhaupt kein Doppelapfel-Fan, aber der schmeckt mir echt gut. Setup ist Jagulem Ego 620 mit dem Hotshot RT und Kaminaufsatz 3 Tom Coco Gold. Den Tabak habe ich bis zum Rand gemacht, nicht drüber hinaus, weil der braucht nicht viel Hitze, weil er so fein ist. Und wenn er zu viel aufmacht, dann verbrennt er so leicht und dann schmeckt er nur. Ja, das Ganze kriegt von mir eine Kaufempfehlung. Für die ganzen Doppelapfel-Liebhaber auf jeden Fall holen. Schmeckt sehr interessant. Und ich meine, für 13,90 € ist eigentlich ganz gut. Also, Molasse voll aufgenommen, alles. Feiner Schnitt, geiler Geruch, geiler Geschmack. Nebeln du das Ganze übelst. Also, Bombe. Kriegt von mir 10 von 10 Punkten. Ich finde ihn eigentlich perfekt. Ja, dann sehen wir uns zum nächsten Review wieder und viel Spaß beim Rauchen und viel Geschmack. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.